Liebe Red Zone Community, ich stehe hier mit dem Felix Betzler. Jetzt spielt er bei den Berlin Rebels, angefangen hat er bei den Bullets. Was hat dich damals dazu bewegt, zu den Verein zu wechseln? Es ist irgendwie so gewesen, dass ich gemerkt habe, dass die meisten Gegner schlechter waren als ich. Und dann habe ich mir halt irgendwann gedacht, so, naja, was kann ich schaffen? Habe dann nicht genau gewusst, ob ich direkt in die GFL gehen soll oder irgendwo eine Zwischenstation machen. Und deswegen bin ich auf die Rebels gekommen, weil die haben das zweite Team in der Regionalliga. Und habe mir da gedacht, das ist eigentlich eine ganz gute Möglichkeit zu schauen, kann ich da mithalten? Habe ich eine Chance, oben mitzuspielen? Und bin dann zum Rebels gewechselt. Habe im Training dann von deren Sportdirektor wurde ich gefragt, wie meine Pläne sind, ob ich im zweiten Team bleiben will oder ob ich irgendwann in die GFL will. Und habe ihm dann gesagt, naja, prinzipiell bin ich hergekommen, um hochzugehen. Ja. Ne? Und ja, durfte dann halt auch ein paar Mal mittrainieren. Habe letztes Jahr 2 Einsätze gegen die Adler und gegen Hildesheim gehabt. Und bin dann am Ende von der letzten Saison zur ersten Mannschaft in die GFL gewechselt und da spiele ich jetzt in der D-Line. Wie lange hast du denn hier bei den Bullets gespielt? Bei den Bullets habe ich, gute Frage, ich glaube 2 Jahre gespielt. Habe aber ganz woanders angefangen, war am Anfang Receiver, bin dann immer weiter nach innen gewechselt, also Slot, erst Outside, dann Slot, dann Tight End, bis ich dann irgendwann, weil ich ein Spiel nicht mitmachen konnte, gesagt habe, okay, ich spiele Dummy D-Line. Und ja, bin dann eben in der D-Line hängen geblieben, wobei ich da auch besser war als beim Rennen über das ganze Feld. Jetzt sind ja die Bullets im Gegensatz zu den Rebels schon ein kleinerer Verein. Hat man dann ein schlechtes Gewissen, wenn man wechselt und die verlässt sozusagen? Im ersten Moment ja, weil es ist halt hier ein sehr, sehr familiäres Verhältnis. Man kommt gut mit den Leuten klar, man hat hier angefangen, sie haben einen jeden Scheiß beigebracht. Und für mich war das schon schwierig, aber und ich hatte auch in dem Jahr, wo ich gewechselt bin, dem Head Coach eigentlich zugesagt, dass ich bleibe fürs nächste Jahr. Aber nachdem er dann auch zurückgetreten ist wegen Arbeit und so weiter, habe ich mir gedacht, naja, wenn er weg ist, dann ist auch mein Versprechen sozusagen nicht mehr bindend. Ja. Und bin dann einfach, habe mir gedacht, was ist das Beste für mich und bin dann weitergegangen. Weil irgendwann ist man halt an dem Punkt, wo man in manchen Vereinen nichts mehr lernen kann. Ja. Zu dem Zeitpunkt war es halt auch so, dass da kein wirklicher D-Line-Coach da war und deswegen halt auch wenig Steigerungspotenzial da war. Ist aber mittlerweile, soweit ich weiß, besser geworden. Sie haben jetzt einen riesengroßen Coaching-Staff. Ich glaube sogar für jede Position einen extra Coach bei den Männern, was eigentlich für die 5. Liga schon ziemlich viel ist. Ne? Genau. Stößt man da auf Verständnis bei den Teamkameraden oder bei den Vereinsfunktionären, bei den Coaches, wenn man dann wechselt, wenn man den Schritt geht? In dem Fall ja. Also ich habe es auch relativ offen behandelt. Es kam halt am Anfang, am Ende von der Saison, wie jedes Jahr, so die Frage auf, wer wechselt, wer hat vor zu wechseln, wer hat schon irgendwie fest was gemacht. Und ich habe von Anfang an gesagt, so, ich spiele mit offenen Karten, habe gesagt, das sind meine Pläne. Wie schaut es aus? Ich würde mich nach Vereinen umschauen, weil ich halt einfach mehr wollte. Ich wollte nicht irgendwie die ganze Zeit mir denken, so, boah, halbe Arschbacke, so, naja, da ist halt mehr drin. Ne? Und deswegen habe ich einfach gesagt, was ich denke und so ist es dann gekommen. Und dann war das für die meisten auch okay. Sieht man ja auch, sonst wäre ich heute nicht hier. Ja, das stimmt. Ich wünsche dir ja, dass du noch lange Jahre aktiv spielen kannst und auch eben auf hohem Niveau. Hast du irgendwann mal den Plan, wenn du vielleicht nicht mehr spielst, wieder zurückzukommen zu deiner alten Wirkungsstätte sozusagen? Kann ich jetzt gar nicht sagen. Momentan ist es eh so, dass ich, solange ich spielen kann, werde ich spielen und auch auf dem höchsten Niveau, wie es möglich ist. Wenn irgendwann mein Körper sagt, geht nicht mehr, muss ich schauen, ob ich gar nicht mehr spielen kann oder ob es dann irgendwann heißt, so, naja, vielleicht geht's noch, aber mit bisschen weniger Aufwand und so weiter. Das ist wirklich vom Körper her abhängig, wie lange der sagt, ist okay. Und sonst Coaching, ja, ist ein Plan, aber da weiß ich auch noch nicht, wie und ob und was. Also ich will auf jeden Fall mit dem Sport, wenn ich irgendwann mal nicht mehr spielen kann, dabei bleiben. Aber genaue Pläne ist da jetzt noch viel zu früh zu sagen. Aber prinzipiell, warum nicht? Ne? Das ist, glaube ich, immer eine Möglichkeit, wenn man dann dem Verein, wo man angefangen hat, irgendwas zurückgeben kann. Ne? Ja, stimmt. Gibt es denn etwas, was die Bullets von den Rebels lernen können? Kann ich ehrlich gesagt momentan schlecht einschätzen.
weil ich bin nicht beim Training, da kann ich nicht viel dazu sagen, aber wenn ich jetzt halt zurückdenke, wie es war, wo ich noch hier gespielt war, ist es auf jeden Fall die Trainingsintensität höher zu setzen, meiner Meinung nach. Weil es ist, natürlich die Leute müssen viel, viel mehr Grundlagen lernen, müssen mehr erklärt kriegen, aber einfach die Anzahl der Wiederholungen im Training zu steigern. Wie es jetzt ist, kann ich nicht sagen, vielleicht wurde es umgesetzt, weil der Head Coach hat ja jetzt halt auch schon Erfahrungen aus höheren Ligen und wird das vermutlich auch mitbringen, aber das war so, was ich jetzt halt im Vergleich von einem GFL-Training zu einem Bullets-Training halt sagen kann, dass einfach viel mehr Wiederholungen gemacht wird und alles schneller und intensiver gemacht wird. Okay. Gibt's etwas, das die Rebels von den Bullets lernen könnten? Das ist schwierig. Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht abschätzen, weil vom Training her, glaube ich, ist es wenig, also wenn überhaupt was, weil die Coaches haben halt einfach eine bessere Ausbildung, die meisten. Und was das Management angeht, habe ich keine Ahnung. Da habe ich nichts damit zu tun. Damit will ich auch ehrlich gesagt nichts zu tun haben. Ich bin einfach nur da, um Football zu spielen, aber sonst, das ist das, übersteigt mein Gehalt, meine Gehaltsklasse, die nicht vorhanden ist. Alles klar, Felix. Ja. Vielen Dank. Gerne.